Hey ho und willkommen zurück hier bei FTB Feed the Beast. Wieder mit dabei natürlich Strakeos und Echt? ja, ich Nein, ich denke. versteck mich. Ich sehe deinen Namen. Na. Nein, okay. Und wir haben versprochen, dass wir ein bisschen testen. Kommst du? Wollen wir Ja. testen? Ich find's bloß lustig, dass endlich mal wieder hier oben Öl langläuft. Weil echt, die Pumpe war die ganze Zeit immer nur am Pumpen. Das Rohr, was halt in den Tank rübergeht, war Ja. dauervoll, weil halt immer die Motoren aus waren hier. Stimmt. Und das sieht ja jetzt noch nicht viel besser aus, dass die Engines es schaffen. Ja, auf jeden Fall haben wir aber jetzt hier, ne? Also hier passen 8 Eimer rein, sehe ich gerade. Ist der voll? Das heißt also, Ich habe da ja. eine Schiene drauf gebaut. Gut, dann würde ich sagen, wo wollen wir es denn im Kreis fahren lassen? Einfach Hier starten. hinten? Darauf stellen und dann muss das Richtung da wegfahren. Okay. So, das Problem ist, wir haben gerade Tag, das heißt, das Ding wird sofort losdüsen, wenn ich es nicht ausschalte. Dann lass es doch losdüsen. Soll ja Okay, bloß ich dachte, fahren. wir hängen den Zug rein. Na gut, Nein. okay. Gut, dann Augen auf, das Ding wird nämlich bombastisch cool. Das ist ein Transformer! Und? Was? Achso, das liegt da noch. Und es fährt. Cool. Geile Sache, oder? Der Chaos Robot. Wenn ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ich muss damit unbedingt noch mehr Kann machen, man weil sich das darauf ist richtig stellen? cool. Du kannst dir sogar ein Kart bauen, wo du dich reinsetzen kannst. Dann kannst du dich mitziehen lassen. Das ist quasi unsere Lok. Das ist unsere Lok, genau. Und die fährt halt tagsüber jetzt umher und hat halt einen kleinen Speicher drin. Ich werde sie gleich mal anhalten, wenn wir mal hinten auf einer Nichtbrücke Die sind. bleibt eh da hinten automatisch stehen bei uns. Das stimmt, das geht auch. Oh mein Gott. Sie ist nicht die Chunk schnellste Feder und Boink. Akku leer. sie wird halt auch langsamer, wenn sie was zieht. Okay, wie langsam wird sie? Oder kann man auch zwei Loks hintereinander ranhängen? Ich glaube ja. Wir könnten im Prinzip noch eine auf jeden Fall bauen. Oh nein, weil, ach, oh Gott, ich habe gerade einen Schankfehler Ja, ich habe da auch einen Chunk Feder. Deswegen laufe ich jetzt gemacht. außen um den Schankfehler rum. Nein, meine hat sich aufgelöst. Nehmen wir da nicht. So, es kann sein, dass er hier nicht anhält, weil wenn der nämlich Der ist unten nicht gepowert. Der da. ist nicht gepowert. Nur wenn er gepowert ist, gibt die Schienen ein Signal raus zum Losfahren. Die Schiene ist ja nicht Ja, aber gepowert. ich Die macht hier ein Haltsignal. glaube aber. Oh, die Ja. gibt ein. Genau, das ist nämlich das Problem, weil der erkennt nämlich sofort, dass das Ding nämlich nicht. Voll ist. Genau. So, ich habe es mal angehalten. Weil wenn du Cool. Rechtsklick drauf machst, dann kannst du nämlich Disabled einstellen und da siehst du auch die Power. Ist auch wieder so ein riesen Display. Ja, weil du kannst ja viele Module einbauen. So, aber was ich jetzt Okay. mal machen wollte, pass Ja, auf. ja. Ein Tank. Noch ein Tank. Genau. Jetzt machen wir Rechtsklick mit. Ah, nein, halt. So, das muss Blinkklick. ich shiften. Rechtsklick. Link startet. Rechtsklick. Nein. Link created. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich sehe doch gar nichts. Ich bin ins Loch gefallen. Hilfe! Okay, also ich habe jetzt auf den mittleren gerade Rechtsklick gemacht. Dann steht bei mir im Menü, im Chat. Links Ach so. startet und jetzt kriege ich Rechtsklick auf den zweiten und Link created und zack, hängt's dran. Und Yay. ich mach's, übertreib's jetzt mal. Hast du noch zwei davon? So. Wie viel haben wir denn davon? 4. Vier. So. Das ist jetzt ein Zug. Und den kann ich jetzt mal starten. Der in die falsche Richtung fährt. Ja, immer noch Das in ist die das Problem. falsche. Ich habe noch nicht rausgef. Nein. Ja, so. Ich glaube, jetzt habe ich so umgedreht. Ja, ich glaube. Ah, so dreht man so um. Okay, mit der Crowbar rechtsklick drauf, dann dreht so um. Ist ein bisschen langsam, ne? Ja, ein bisschen. Soll ich mal den 2 abhängen? Ja. Geht, funktioniert genauso. Geht. Es geht. Jetzt gibt das Speed. Hehehe. Aber jetzt muss ich mich aber beeilen, dass ich da bei der Verladestation ankomme. Soll ich sie mal anhalten Nö, vorher? ich renne. Ich bin eh schneller. Ja, immer. Weil dann lasse ich die jetzt automatisch befüllen. Oder was sagst Okay. du dazu? Ja. Weil wie viel Eimer hast du gesagt, passen in das Ding rein? Acht? In einen Tank passen 16. Autsch.
Mein Electric Jet, mein Jetpack ist gerade leer. Ja, meins ist schon leer. Ich bin gerade aufgeknallt. Ein bisschen. Zack, zack, zack. Okay. Ich warte. Bleibst du? Ich guck gerade. Ach, da kommt sie. Das heißt, wir brauchen... Wir können mal testen, ob das mit zwei Loks funktioniert. Ja, ich würde da noch eine bauen. Vom Speed her. Jetzt vielleicht nicht zwangsweise in der Aufnahme, es sei denn, deine Festplatte sagt gleich, wir können noch eine fünfte Aufnahme machen. Von der Zeit wird etwas knapp. Achso, stimmt, du musst ja noch Eier machen. Ich muss leider morgen arbeiten, ja. Ich nicht. Ne, dafür habe ich morgen kein Wasser im Haus. Ja, das stimmt. Warum schleicht die jetzt eigentlich so? Ja, wahrscheinlich, weil sie in einem nicht geladenen Schrank war. Also da müssen wir uns, glaube ich, noch was einfallen lassen. Aber immerhin, das Akku lädt von ihr immer noch auf. Okay. Oder braucht die irgendwie zwischendurch einen Track, der ihr Speed gibt? Nö, eigentlich nicht. Also das brauchst du nicht. Also man kann es machen, ja, aber man muss nicht. Ja, kann man ja machen bei ebenen Stellen, also wo keine Brücke gebaut wurde. Mal gucken, jetzt wird es wieder langsamer, wenn sie bergab fährt, wird es wieder ein bisschen schneller. Teilweise. Ja, irgendwie, ich glaube, das hängt noch ein bisschen irgendwie mit dem Server zusammen. Also, dass er ein bisschen laggy ist gerade. Ja, das kann sein. Die Sonne geht gerade runter. Mal gucken, wie weit sie kommt. Oh nein. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es funktioniert. Boah, wie geil. Moment, Moment. Er befüllt. Man sieht auf jeden Fall, wie der Strahl da runtergeht. Ja, und guckt dir die Karten, den Tank an. Und man sieht auch, wie es reinläuft. Also, der ist auch dann anschließend voll. Wird aber nicht werden. Bist du dir sicher? Da passen ja 10 Tanks rein. Siehste? Stimmt, aber man könnte... Das Ding hier nicht voll wird. Hold empty. Ja, aber der hier wird ja nicht voll. Guck mal, der ist ja... Ich würde fast sagen, weil der nicht voll war. Wir könnten auch noch einen zweiten daneben bauen dann. Würde ich fast sagen. Dass wir halt zwei nebeneinander setzen, einerseits. Und andererseits, dass wir eine stärkere Engine da reinpowern. Zum Tank leer machen. Ja, das stimmt. Dass wir da eine Solarzelle aufs Dach klatschen, Advanced Solar Panel, um da eine Electric Engine reinzugeben, weil ich glaube, eine Electric Engine gibt mehr Power als eine Redstone Engine. Wir können mal ganz kurz hinterher, weil man sieht ganz gut von hier, glaube ich, gerade, dass sie schon eingeklappt ist, weil die Sonne nämlich weg ist und sie fährt immer noch, weil sie nämlich noch Power in ihrem Speicher hat. Also es könnte sein, dass sie sogar noch bis rüber schafft. Ah, es wird knapp. 4000 hat sie nur noch knapp Energie. Okay, nee, schafft sie nicht. Immerhin, sie hat 10.600 hat sie an Bord. 10.6? An Öl jetzt. Ja. Jetzt müssen wir aber auch zusehen, ne, weil die wird das an der Ladestation entladen. Und das Problem ist, der Unloader fast auch nur 8000. Ja, aber die wird dann nicht ankommen. Ja, jetzt nicht, aber beim nächsten Sonnenaufgang. Das ist ja diese ganze Nacht Zeit. Also 8 Minuten. Yeah, yeah. Okay, gut, dann würde ich sagen, ne? Also ist es unmöglich, dass wir das schaffen. So. Welches Niveau muss ich eigentlich runter? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, also hier geht es 2 runter. Boah. Also soll es so tief sein, dass kein Sand mehr kommt. Ich bin jetzt auf 61, 62, 60. Soll ich mal zu dir schnell gehen? 50. Ach, nimm einfach die Höhe. Auf welcher Höhe ist denn der Einfüllstutzen vom Tank? Ja, das gucke ich, will ich gerade mal gleich gucken. Ich will nur mal schnell meinen Jetpack bei mir reinwerfen. So. Könntest du mir ein paar Fackeln runterwerfen? Ich bin gerade ganz woanders. Nein! Mach ich sofort. Oh, Jetpack-Gewohnheit. So. So und so und. Wo ist dein Keller? Da ist dein Keller. Dann ging es hier nochmal weiter runter. Und hier. Das ist genau da, wo die Treppe zu dir ist. So, genau oben. Ich bin auf Höhe 56. 56? Ich bin... Auf der Höhe stehe ich. Okay, dann buddel ich mich noch bis 56 runter.
Ich muss mal gucken, ich habe glaube ich sogar noch Liquid Pipes. Ja, habe ich auch noch. Ich brauche aber erstmal Fackeln. Gleich, wenn ich hier Ja, Tunnel warte. schon bauen will, dann. Warte, ich komme in deine Richtung schnell. Halt, mein Jetpack dürfte voll sein. Das nehme ich mir schnell mal mit. Dann bin 56, ich auch wieder sagst du? schneller. Also Bodenniveau 56. Ja, also da, wo ich stand halt, ne? Ich stand da drauf auf 56. So. Oh, sie ist da. Sie hat es tatsächlich geschafft. Echt? Ja, und der Unloader ist voll. Aber der Öl. Sie hat noch. Oh, sie ist leer, leer. Sie hat keine Energie Sie kam mehr. exakt mit Null an. Ja, sie ist wahrscheinlich hergerollt. So. Oha, Hier, ach, warte, du bist es. Ah. ich gebe dir welche. Pass auf, warte, warte, ich gebe dir Fackeln. Ich gebe dir mal alle, die ich habe. Das sind 35 und ich hol mir schon mal die Liquid Ich hab Pipes. noch welche. Ach, du hast welche? Aber Ja, bitte, wenn du jetzt schon welche. Ich hab 24, habe ich noch. Aber bitte Ich. Waterproof Cobblestone. Ja, Cobblestone habe ich auch noch. Ich baue das jetzt exakt unter der Straße lang. Oder. Nee, ich baue bis bei Lilly rein. Ob die Lilly dann böse mit mir ist. Nein. Die Lilly ist nicht böse. Genau, jetzt baue ich, bin ich bei Lilly unter der Schweinefarm. Ich. Cobblestone Waterproof Pipes, ne? Ja, bitte. Habe ich noch ein Stack und 47. Man könnte auch natürlich denn irgendwann mal sagen, ist aber blöd mit wegpumpen. Wir nehmen statt wegpumpen, nehmen wir wegfahren. Wie? Naja, wir bauen unterirdischen Zug. Ach so, ja, das könnte man auch machen. Aber erstmal die Wegpumpgeschichte. So, soll ich buddeln? Ich bin doch schon am Buddeln. Aber ich habe noch, willst du Ach, du meine. darfst auch. Wenn du schon hinter mir stehst, dann darfst du. So, du machst Fackeln und wo willst du jetzt genau hin? Erstmal bist du da im Erstmal Grundstück, bist du am ne? Grundstück, ja. Ich habe übrigens dann auch noch ein neues Projekt, das wäre auch mal interessant. Ich würde gern so einen Tunnelbohrer bauen. Können wir auch mal Diesen, angehen, diesen, ja. diesen Riesen, dieses Guck mal, ist noch Riesenmonstrum genug an Zeug unter Karat. deinem Grundstück. Hier war aber denn meiner nicht gründlich. Nee, das stimmt, habe ich auch schon gekriegt gerade. So. Naja. Er kann ja nicht alles erwischen. Hier ist noch So, wo Uran. sind wir? Bei 12 Minuten. Ja, das schaffen wir, das schaffen Schaffen wir. wir locker in der Folge. Ah, hier ist ein. Ich glaube, ich bin bei deinem Ja, Loch. wir gehen mal rein da. Ah, das ist der Tank da hinten. Moment, Ah, oh, passt Glück doch. gehabt. Ja, dann müssen wir halt nur gucken, dass wir da den Boden angehoben kriegen. Weil ein Hier, ne? Füllstutzen ist ja oben. Ja, hier. Ja, ich habe nur gerade kein Jetpack. Oh. Okay. Bist du Ja, da? Moment, Schaffst du Moment, es? Moment, Moment. Es ist ja alles so gebaut, dass man auch ohne Jetpack überall hinkommt bei mir. Hallo. Soll ich hier durchbrechen? Moment, ich weiß noch nicht, wo der Durchbruch stattfinden wird. Und ich. Okay. Hallo, müsste ich nicht eigentlich. So, okay. Dann die Fackeln weg und dann geht das hier weiter. Da bitte einmal durchbrechen, unter die Treppe lang. Hier auch? Yep, da geht das dann einmal lang auf dem Niveau. Eine Ups. Hüpfefackel. So, brauchst du noch Pipes? Erstmal brauche ich da was, wo ich drauf laufen kann. Ach so. Moment, also hier. Ey. Mann, Hilfe, er baut mich ein. Nein, Also ich habe noch nein. zwei. Jetzt habe ich keine. Hast du noch Piepes? Ja, habe ich noch. Ich habe noch genug. Warte, ich gebe sie dir. Du bist jetzt Pipe Das ist aber Master. kein Cobblestone. Natürlich Doch, ist das das ist Cobblestone. Cobblestone. Das sah gerade nur so anders aus.
Unterstell mir doch nicht sowas. Klar. Nein. Baust du hier Fackeln hin oder waren die schon da? Die waren da schon. Okay. Gleich haben wir es geschafft, gleich haben wir es geschafft. So, hier sind wir. Sehr schön. Dann einmal da rein. Du weißt, dass ich da nie wieder rauskommen werde, ne? Ich kann dir mein Jetpack runterwerfen. Ich hoffe, wir haben noch genug, ne? Du stehst mir im Weg. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Ja, noch habe ich. Wir sind noch nicht mal an der Kurve. Jetzt sind wir an der Kurve. Ja, ich habe noch 25. Boah, das wird aber arschknapp. Das wird gar nicht arschknapp, weil es wird nicht reichen. Verdammt. Was machen wir denn da? Neue bauen. Hast du denn noch genug Zeugs dafür? Was brauchst du denn? Für diese Waterproof braucht man Wachs. Habe ich, wenn denn, auf der Bieneninsel? Da war ich schon, da ist nichts mehr. Dann in einer Kiste. Ich habe 100% da irgendwo Kakteen rumzustehen. Alle! Oh, verdammt, okay. Was hast du rumstehen? Kakteen. Warum? Kakteen? Weil man auch aus Kakteen das Zeug machen kann. Was? Wirklich? Hallo? Oh. Moment, dann machen wir das jetzt etappenweise. Du bitte jetzt einmal ganz nach oben und mir dann hier rein. Weil ich will hier jetzt keinen Ausweg buddeln. Hallo. Hallo. Hallo, Kart. Das Kart ist schon wieder da. Ja, das war die ganze Zeit da. Das wartet da jetzt. Das wartet worauf denn? Bis es leer sein kann. Ach so, weil im hinteren Tank ist nämlich auch was drin. Ne? Guck mal. 75. Ja, das ist beim Durchfahren. Ach so. Ich sag ja, beim Durchfahren geht das auch. Aber ich dachte, es passiert instant. Na gut, okay, habe ich mich getäuscht. Dann bauen wir halt noch einen zweiten. Genau. So, ich gehe erstmal zur Tanke. Und laufe schon wieder den umständlichen Weg. Warum auch immer. Ja, also du hast gesagt, du hast noch irgendwo Kakteen, ja? Ja. Und aus denen kann man das machen? Ja, ja, weiß ich nicht. Kaktus. Ich hab's nicht. Geht das eigentlich auch aus Kaktuszeug? Es sei denn, es ist hier etwas, das will ich denn hier schon wieder. Wo denn? Zum Beispiel, wo könntest du deine Kakteen haben? Pflanzenkiste, die links an der Wand neben Fenster. Ah, da, stimmt. So, und wie macht man das daraus? Gucken wir. Oh, Kakti habe ich, ne? Kaktus Paste? Müsste es sein, ja. Cactus Green. Cactus Paste müsste es eigentlich sein. Einfach braucht man dieses Waterproof-Gedöns macht. Okay, das ist aber. Was ist das? Aber das Cactuspaste, das kann man nur brennen und dann war's das. Okay. Warte mal, ich guck mal, ich benutze mal das schlaue Buch hier. Wir haben übrigens jetzt bei 18 Waterproof. Minuten. Ja, gut. Pipe Waterproof braucht man dann und das macht man aus Bienenwachs. Ah, doch, ja, aus Kaktusgrün macht man das. Okay, also brauche ich Kaktusgrün und Kaktusgrün mache ich, glaube ich, indem ich das Ding einfach brenne. Ich glaube, ja. Ja, das heißt, ich benutze nochmal schnell dein. Ich habe sogar meinen Cobblestone noch dabei, Mensch. Du hast ja auch gerade gebuddelt, also wenn du jetzt kein Cobblestone mit hast, dann haut irgendwann nicht hin. Ich hab's mit meiner anderen Picke gemacht. Mit meiner Sick Touch. So. Jetzt habe ich gar keinen Platz mehr. Verdammt. Hier, Holz schenke ich dir, das und das und. Was schenke ich dir denn noch? Ja, alles schenkt er mir und ich muss den Scheiß wieder entsorgen hier irgendwo. Was kommt da rein? Was bist du?
Kohle. Was haben wir denn noch gegeben gerade? Toll, das Glas brauche ich. Mist. Ich wollte sagen. Da, Glas. Hol's dir los. Okay. So, dann machen wir nochmal schnell ein paar Pipes hier. Wie viel brauchen wir ungefähr? Weiß ich nicht. Ich mache mal 32, sollte reichen. Achso, so und so. Ach, da braucht man ja, ja gut, wir brauchen ja pro Pipe braucht man ja einen von diesen kaktusgrünen Dingern. Das heißt, in der Hoffnung, das reicht. Warum liegt da Sand rum? Weil ich gerade was wegwerfen musste. Ach, nee. Ich packe das jetzt in meine Kisten. Okay. Wir probieren es einfach erstmal mit 16, das sollte reichen, oder? Weil dann bin ich nämlich jetzt fertig. Ja, da brauchen wir nicht noch mehr Zeit. So. Wir haben eh schon ein bisschen überzogen jetzt. Okay, soll ich sie dir geben schon mal? So, Cobblestone, waterproof. Yay, Gewitter! Fahren, mein fährt die Turtle dann eigentlich, Nein. Wie gut, dass wir das Ganze in der Wüste gemacht haben. Es zählt aber als Regen und ich glaube, dann fährt sie auch nicht. Nö, wenn das wir haben jetzt Tag-Hell und die steht da einfach blöd rum. Okay, aktuell steht sie ja blöd rum, weil sie nicht weiß, was sie machen soll. Ja, genau. 16 klappt nie im Leben. Echt nicht? Okay, ich gehe nochmal schnell zurück und hole den Rest auch noch. Ich bin jetzt bei noch 6, 5, 4, 3, 2, 1, weg. Ja, ist ja okay. Noch, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück brauchen wir noch. Okay, das passt. Ich habe jetzt gerade 9 fertig. Dann mache ich mir noch schnell die hier so, so und so. Gewittert es bei dir noch? Dann bringe ich dir. Ja, nein, jetzt gerade nicht. Okay, dort Wolken ist auch Gewitter weg, weil die steht hier schon wieder wie ein Pilz. Wie Knofenser. Knofenser. Ist er aufgegangen? Knofenser war doch die mit den offenen Blättern, oder? Ja, ich weiß es auch nicht. Darf ich anschließen? Ja, yay. Plupp. Muss man das eigentlich rauspumpen? Das weiß ich jetzt nicht. Du hast gesagt nein. Nein, braucht man nicht. Gucke. Guckst dir unten an. Ich guck lieber, wie es oben leer geht und ob er auch den zweiten leer pumpt oder ob er nicht stehen bleibt. Ja, das ist das Problem. Ich glaube nämlich, das ist genau das Ding ist nämlich zu schnell, weil das hat nämlich einen gewissen Impuls. Das heißt, wir brauchen auch hier zwei. Okay. Also zwei B-Lader und Endlader. Dann brauchen wir auch Wooden Waterproof, Waterproof Dingsbums, Iron Pipes zum Abpumpen. Aber gucken wir mal, ob die erste Öllieferung, ob die schon ankommt. Echt? Warum? Das Ding füllt sich doch da nicht mehr rein. Ja, aber es läuft in den Pipes auch in beiden Richtungen immer. Flüssigkeit. Ja, aber es kann sich ja nicht entfüllen. Nicht befüllen. Das heißt, es würde kurz nach oben laufen und dann nach unten. Ja, aber das ist ja nicht original. Na gut. So, wollen wir nochmal zu der Turtle, sag ich schon, zu der Bahn gucken, oder? Ich gucke jetzt lieber, ob hier überhaupt irgendwo Öl ankommt. Und ob okay, ich nicht lieber anfangen sollte, Golden Pipes zu bauen. Ich gucke jetzt nochmal schnell der Bahn hinterher und dann sind wir ja auch, glaube ich, schon fast am Ende der Folge wieder. Oder wir sind am Ende? Wir sind eigentlich schon am Ende der Folge. Mit 23 Minuten. Und wir. Okay, gut. Also, wir werden, das kann man ja jetzt schon mal sagen, in der nächsten, also so im Offscreen, denke ich mal, das Ganze noch ein bisschen optimieren. Ja, also, das ihr heißt, habt also, ja quasi gesehen, wie es sein sollte. Und wie es funktionieren könnte. Genau. Ja, wir werden noch ein bisschen an unseren Karts rum experimentieren, dass sie auch schneller fahren. Ja, okay, aber den Austausch der Karts kann man dann ja filmen. Genau, das können wir machen. Hat das vielleicht auch Bewandtnis, auf welchem Untergrund sie ist? Nee, eigentlich nicht. Okay, ich werde auf jeden Fall Golden Pipes irgendwo mit reinbauen. Ja, das dauert sonst, ne? Hier ist nichts. Hier kommt noch gar nichts an. Es kann natürlich auch durchaus sein, dass der Chunk nicht geladen ist da oben. Also ich wäre ja eigentlich hier in der Nähe noch. Das dürfte eigentlich gehen. Ich bin zwar jetzt hier hinten bei der Turtle noch, beim Ölreservoir, aber das geht schon.
Ja, gut, vielleicht bauen wir, vielleicht können wir ja auch zwei Züge machen. Weil ich habe ja noch zwei Tankards, dass sie so zweimal hin und her fahren. Ja, wie gesagt, das werden wir in der Ich würde Offscreen dann sagen, machen machen wir erstmal. zweimal zwei Dinger, die befüllen, also zwei von diesen Liquid Befülldinger und zweimal von den Entladedingern. Und Genau. wir starten oder wir bauen den zweiten Zug kurz. Also den ersten Zug bauen wir auf, der lässt sich dann vollladen und wenn der am Entladen ist, bauen wir ganz schnell den zweiten Zug auf, dass der dann beladen wird, während der erste entladen wird. Genau. Dann müsste es ja von der Zeit her klappen. Eigentlich schon. So, also es ist auf jeden Fall sehr schnell hier im Transfer. So schnell kann leider die Pumpen das nicht dazu pumpen. Er hat genau 10.000 geladen. Und im zweiten ist nichts drin. Okay, wie gesagt, das Problem ist, was ich gerade habe, der Tank hier ist leer und das Öl steckt im Rohr. Nee, wir müssen entweder ein Zwischenlager irgendwie noch einrichten hier. Oder wir irgendwie was anderes. Müssen wir mal gucken, was die Optimierung angeht, wie wir das dann gleich weitermachen. Ja, das kriegen wir schon hin. Ja. Und natürlich bessere Engines wahrscheinlich zum Reinpumpen in den Liquid Den Transposer, ja, Befüller. okay. Da in den Transporter nicht, diesen ich hab's Das vergessen. Befüllding, heißt das nicht Ja, Liquid genau. Transposer? Nee, das ist ja nicht Liquid Loader. Liquid Loader, Sowas. genau. Was ist ich mit Transposer? Gibt es das Wort überhaupt? Ja, Transposer gibt es. Der macht aus Eimern Flüssigkeit und aus Flüssigkeiten Eimer. Okay. Quasi. So, gehen alle schon Ruhe, pennen? Silence. Nachti. Genau. Du willst auch pennen? Wahrscheinlich. Ich will jetzt noch einmal warten. Ach Wollen wir so. noch einmal gucken? Ja, dann machen wir halt eine längere Folge. Genau. Fahr! Wo ist die Sonne? Oh. Ja, aber das schafft er doch wohl. Ja, sie fährt gerade ein. Ich wollte gerade sagen, er hat doch einen vollen Tank. Transformer fährt ein. Wird. Transformer. Ja, die kann man auch noch mit einem zweiten Solarpanel, ich glaube diesen Small oder wie das Ding heißt, das ist dann hier an der Seite, dann hat das Ding wirklich zwei Energiezufuhren Okay. quasi. Die laden sich beide auf und die klappen sich an der Seite auch auf. Sieht auch sehr lustig aus. Ich habe da mal ein bisschen mit rumgespielt mit den Dingern. Ja, aber wir werden da nochmal. Hier, das ist auch nochmal testen, ob das hier Wir alles müssen die läuft. Geschwindigkeit erhöhen. Eindeutig. Ja, definitiv. Weil, Du. ja, vielleicht klappt das auch hier mit den Signalen, weißt du, weil so nach dem Motto, wenn hier belegt ist, wenn hier einer steht, weil dann die Stimmt. Lok steht ja dann quasi, steht ja dann hier, und wenn hier belegt ist, muss der Zug halt da, wo er jetzt ist, stehen bleiben. Stimmt eigentlich schon. So. Blick. Und da läuft's raus. Es könnte nicht ankommen. Wie gesagt, da fehlt, wir müssen irgendwo einen Zwischentank unterirdisch einrichten oder irgendwie was anderes. Der hat doch noch halb voll Power, ne? Der wird jetzt Ja, weiterfahren. ne, ein Power hat er nur. Ein Power? Ach, da unten Power 1. Ah, ich habe gedacht, der gibt Balken. So, dann war das für heute. Genau, ihr habt wieder Zug gesehen für die letzten 4 Folgen. Genau, wir werden, wie gesagt, das Offscreen optimieren. Genau. Und da fliegt ein Wisp. Und dann mal gucken, was wir in der nächsten Aufnahme machen. Genau, und nicht vergessen, schreibt uns auch an der Folge, könnt ihr uns noch Kommentare dazu schreiben, was ihr von der Idee haltet, dass wir den Bahnhof offscreen soweit bauen. Genau, ja, die sind voll dafür. Also, das ist übrigens eine Lila, ne? Die ist böse. Gleich ist hinter dir. Sag ich doch. Alter. Britzdingse sie mich nicht. Knockback ist so assi. So. So. Ich find's aber lustig. Das war ja auch der So. passende Abschluss, würde ich sagen. Genau. Also dann bis zum nächsten Mal, würde ich Jo. sagen. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Genau. Bis denn. Bis denn. Tschö. Tschüss.